Herr Dacke, es wird nicht besser, sagt der Lufthansa-Chef. Wer hat hier versagt? Zum einen hat der Lufthansa-Chef damit erstmal recht. Das wird kurzfristig nicht besser werden, auch nicht durch kurzfristige Bemühungen, dort kurzfristig Personal zu rekrutieren, weil das einfach die Sicherheitsvoraussetzungen gar nicht gewährleisten können. Versagt hat an dieser Stelle eigentlich, und das muss man ganz grundsätzlich sagen, die Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik der letzten 25 bis 30 Jahre, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir immer mehr Dienstleisterinnen und Dienstleister haben, die sozusagen die Abfertigungsprozesse für die Airlines machen, ein immer größerer Kostendruck auch auf den Airlines liegt. Ne, das in Verbindung gebracht mit den Low-Cost-Carriern, die auch nochmal in einen enormen Verdrängungswettbewerb gerade während und nach der Pandemie eingestiegen sind. Und eigentlich, und das muss man so ganz klar sagen, hatten wir schon 2019, 2018 eine ähnliche angespannte Personalsituation an den Flughäfen, hatten auch da schon Chaos-Situationen. Und dieses Brennglas Corona hat dort nochmal dafür gesorgt, dass es noch schlimmer wird. Und das hängt damit zusammen, dass wir während der Pandemie, obwohl wir als Gewerkschaft dort massiv darauf hingewiesen haben, wir haben 2020 vor dem Bundestag protestiert mit den Airlines, mit den Beschäftigten zusammen, haben 2021 im Rahmen der Nationalen Luftfahrtkonferenz gesagt, wir brauchen vernünftige Regelungen, wir müssen jetzt schon an den Restart denken. Und wir wurden damals vom zuständigen Verkehrsminister dieser Zeit belächelt. Man hat gesagt, nein, es wird eh nicht mehr als 50% Produktion. Andreas Scheuer war das damals von der Union, von der CSU. Ich fasse mal zusammen, Sie geben der Politik die Schuld, dass wir momentan die Situation haben. Frau Schimke, wie sehen Sie das? Na gut, also ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass auch 2019 die Personalsituation schon angespannt war. Das spüren wir in Deutschland in allen Branchen. Aber man darf natürlich auch nicht ignorieren, dass gerade jetzt Corona dieses Desaströse, was wir gerade dort erleben, tatsächlich auch verursacht hat. Und man muss sich das mal vorstellen, was für eine Stimmung in der Flugbranche geherrscht hat während des Lockdowns, während Corona. Die Lufthansa, so war mein Empfinden, ich habe mit denen ja auch gesprochen, die wussten nicht einmal mehr, ob sie überhaupt wieder an den Start gehen. Alle Flugzeuge waren am Boden, die Mitarbeiter hatten keine berufliche Perspektive. Auch in der Politik wurde ja das Fliegen verteufelt und gesagt, oh, das brauchen wir alles nicht mehr, das wollen wir alles nicht mehr und überhaupt muss alles abgeschafft werden. Im Grunde genommen brauchen wir uns eigentlich nicht wundern, warum wir heute vor so einer personellen Engpass-Situation sind, wie wir sind. Und das gehört wirklich auch bei der Ursachenanalyse ehrlicherweise dazu. Absolut, stimme ich Ihnen zu. Mhm. Na, wir haben aber da auch schon die Situation gehabt, das begann mit dem Kurzarbeitergeld. Wir haben die Branche als erstes im Kurzarbeitergeld gehabt und hatten es noch am längsten. Wir haben am Flughafen BER einen Bodenverkehrsdienstleister, der ist erst am 30.06. diesen Jahres trotz Chaos aus der Kurzarbeitergeldzahlung sozusagen rausgegangen. Das heißt, wir hatten die Leute da jahrelang drin. Mhm. Die sind jetzt von 0 auf 120, 130 Prozent gestartet. Das heißt, eine enorme Belastungssituation. Genau. Absolut richtig. Und wie Sie schon sagen, ne, wir haben die Situation gehabt, dass quasi ja kein Luftverkehr mehr stattgefunden hat, ne, in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit. Und wir es verpasst haben, sozusagen mit den Verbänden und der Politik gemeinsam, dort für einen vernünftigen Restart zu sorgen. Der aber eben soziale Gesichtspunkte. Wir haben es angemahnt. Wir haben gesagt, wir brauchen Mindeststandards beispielsweise für die Bodenverkehrsdienstleister, einen Branchentarifvertrag. Da sind wir mittlerweile dran, dass sowas, also auch eine Vergleichbarkeit der Tariflöhne dahinter steckt. Wir haben es verpasst, sozusagen den Menschen attraktive Arbeitsbedingungen zu geben. Ne? Viele Leute, die aus die Branche verlassen haben, die kommen gar nicht wieder, weil sie festgestellt haben, ich werde woanders nicht nur ein paar Cent über Mindestlohn teilweise gezahlt bei den untarifierten Gesellschaften, sondern ich habe auch noch vielleicht bessere Schichtzeiten. Meine Gesundheit ist ein großes Thema. Wir haben uns, ne, die Politik hat jahrelang das aerotoxische Syndrom beispielsweise ignoriert, was ein wesentlicher Bestandteil ist von Gesundheitsgefahr. Was ist denn das aerotoxische Syndrom? Das muss man vielleicht mal erklären. Nennt sich auch Fume Event. Ne? Das heißt, es ist sozusagen vergiftete Kabinenluft oder auch vergiftete Luft am Boden durch Abgase, wo viele Menschen auch in die Berufsunfähigkeit gerutscht sind, wo es auch Ängste gab, ne, was wir aus unserer Mitgliedschaft auch herausgehört haben. Das ist ja vielleicht die Gefahr, die der Beruf in dem Fall in manchen Bereichen dann durchaus mitbringt. Aber wir sind immer dabei zu klären, wer denn es eigentlich schuld hat. Es ist ja so, dass
Bleiben wir beim Beispiel Lufthansa, das haben Sie ja gerade gebracht. Die hat ja während Corona Milliardenhilfen erhalten. Bis zu 9 Milliarden waren im Gespräch. Es wurde nicht alles abgerufen. 3,8 sind in Anspruch genommen und alles zurückgezahlt. Ja, aber der Staat hat ja immer noch knapp 15% Anteile daran. Wie kann das sein, dass ein staatliches Unternehmen jetzt für dieses Chaos, teilstaatliches Unternehmen jetzt für dieses Chaos mit verantwortlich ist? Ich versuche ja wirklich immer, jetzt nicht nur ausschließlich politisch zu denken, sondern tatsächlich auch mal ein Problem in seinen Ursachen zu ergründen. Und man muss sich halt wirklich vor Augen halten, die Lufthansa oder unsere Flugindustrie, das ist eben keine Behörde. Ja? Da ist man eben tatsächlich auch an Zielvorgaben gebunden. Da muss man schnell wieder auf die Beine kommen. Und angesichts dieser dramatischen Notlage, in der die Branche während des Lockdowns in der Corona-Zeit war, kann ich es sogar nachvollziehen, dass man damals die Entscheidung getroffen hat, sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen, dass man ein krasses Sparprogramm an den Tag gelegt hat, um jedem jetzt wieder so dazustehen, wie man dasteht. Man hat die Hilfen zurückgezahlt. Ja, sozusagen die Firma gibt es noch, sie läuft noch. Es ist eines unserer wenigen Unternehmen, die wir in diesem Bereich in Deutschland überhaupt noch haben. Es gibt einen massiven Konkurrenzdruck auch aus dem Ausland. Ja, gut, die Frage, ist welche Fluggesellschaften ganz unschädlich dran, dass man denen ja auch den Markt geöffnet hat. Ne? Stichwort Katar-Deal etc. Ne? Also dass man auch gerade den Drittstaaten. Aber zur Wahrheit gehört doch auch, wir müssen natürlich auch das Arbeiten für deutsche Unternehmen attraktiv machen. Ja, da geht es um Steuern, da geht es um Abgaben und der Staat verdient natürlich auch mit, ist doch völlig klar, am Fliegen in Deutschland. Und all das zusammen gedacht, ja, ist für mich zum Teil das auch nachvollziehbar, was die Lufthansa gemacht hat. Dass wir jetzt so ein Drama erleben, ist letzten Endes, glaube ich, auch einer schlechten Kommunikation seitens der Politik geschuldet. Es hieß ja noch zu Beginn des Jahres, oh, wir wissen alle gar nicht, wie das alles weitergeht und ob wir doch noch wegen Corona und ob wir reisen können und so. Die Buchungszahlen haben wir auch da schon Bände gesprochen, ne? Wenn man sich mal so anschaut, gerade mit den Veranstaltern, dass wir da schon massive Anzeichen dafür hatten, dass der Luftverkehr mindestens das Vorkrisenniveau erreichen wird. Und das aber sie kriegen ja so schnell die Leute nicht wieder zurück und wieder ran. Es braucht ja Prüfungen. Da gibt es ja einen Prozess, der dem Ganzen vorausgeht. Fraport zahlt ja jetzt so eine Art Rückkehrprämie für Mitarbeiter, die zurückkommen. Das ist ein guter Ansatz. Mit solchen Vorschlägen, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja, aber letzten Endes, ist das ein Stück weit auch hausgemacht und auch politisch hausgemacht, muss ich ganz ehrlich auch eingestehen, ja. Schön. Das ist schon mal das erste. Ja, aus anderen Gründen, wie Sie sie vielleicht nennen, das darf ich ehrlicherweise schon sagen. Also ich sehe es ein Stück weit tatsächlich dem Sprech der letzten zwei Jahre auch geschuldet, den Perspektiven, die diese Branche sich gegeben hat und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir leben es auch in anderen Branchen. Man geht dann einfach. Man weiß nicht, ob man jemals wieder an diese Arbeitsstelle zurückkehren kann. Aber hätte man dann nicht in den vergangenen zwei Corona-Jahren vielleicht schon reagieren müssen? Weil es war ja auch während dieser Zeit schon absehbar, nicht erst seit Anfang dieses Jahres. Hätte da nicht, und da war auch gab es noch eine große Koalition unter der CDU und CSU-Führung, hätte man da nicht schon früher anpacken müssen? Hat man das einfach verschlafen? Ja, wissen Sie, das mit der Weitsicht ist so eine Sache in der Politik. Natürlich, klar, selbstverständlich. Befolge da, oder bedenke das Ende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber mein Eindruck, auch als Parlamentarierin, als Abgeordnete war, und das betraf nicht nur die große Koalition, das betraf letztendlich die gesamte politische alle politischen Parteien, die im Deutschen Bundestag unterwegs waren, Vorrang hatte der Gesundheitsschutz. Es ging darum, die Pandemie in Schach zu halten und alles andere Wir hatten ja die Situation, dass wir auch gesagt haben, Staatshilfen an soziale Bedingungen knüpfen, dass man sagt, okay, wir erhalten den Beschäftigten eine Arbeit, wir geben Weiterbildungsmöglichkeiten, Perspektivmöglichkeiten, wenn es eben in der Weitsicht nicht weitergeht. Und das wurde schon relativ direkt abgeschmettert. Aber Sie dürfen es ja nicht nur Corona-bezogen betrachten. Nein, ne? Also die Frage, wir haben seit 25, 30 Jahren diese Problematik. Ich nehme mal ein Beispiel raus, einen Kollegen am BER, der da arbeitet, der sagt, also vor der Pandemie hat er das gesagt, ich arbeite seit 15 Jahren an dem Airport, ist Ramp Agent, arbeitet dort, hat in den 15 Jahren 8 verschiedene Westen angehabt, weil er 8-mal ein anderes Unternehmen drauf hat und 8-mal sind die Bedingungen schlechter geworden. Das heißt, das ist ja ein Brennglas gewesen, in das wir reinlaufen, ne, was sowieso schon vorher da war, und wir haben es in der Pandemie, beziehungsweise auch die Arbeitgeber als auch die Politik im Hintergrund versäumt, für die Menschen zu sorgen, denn die sind diejenigen, die dieses Zahnrad Luftverkehr am Laufen halten. Das ist nicht der Airline-Chef. Ne? Das muss ich vielleicht noch mal so ein bisschen erklären für die Zuschauer, die jetzt nicht so tief in der Airline oder in der Luftfahrtbranche verankert sind. Es ist ja so, dass vieles ausgelagert wird an Subunternehmer, das heißt das Kofferverladen, wiederum die Sicherheitschecks, das Check-in, das sind ja teilweise gar nicht die Fluggesellschaften oder der Flughafen selber, sondern es sind viele, viele Subunternehmen. Das ist ja auch erst möglich, seit das in den 90er Jahren quasi liberalisiert wurde, dieser Bereich, dass zum Beispiel die Bundespolizei das auch
an private Sicherheitsdienste eben auslagern kann. Da fehlt Personal, wie Sie sagen. Und wenn es dann an einer Stelle klemmt, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Kann man das so richtig zusammenfassen? Das kann man sagen, weil es halt nicht möglich ist, dass sich die Menschen gegenseitig helfen, die Kollegen. Also ich habe das selber letztendlich vor ein paar Wochen am BER erlebt, wo ich selber meinen Koffer gesucht habe, dass da die einzelnen Dienstleister, wie auch immer sie genannt werden, nebeneinander steht und sich die Kollegen gar nicht unterstützen können, sondern sozusagen an ihre Firma gebunden sind. Wenn man dann 5, 6 verschiedene Bodenverkehrsdienstleister teilweise an Flughäfen hat, ne, 2 ist Minimum, das sagt die EU-Richtlinie, dass mindestens 2 sein müssen, machen wir dieses System noch weiter kaputt. Ne? Weil jeder kleine Dienstleister hat, jeder hat seine Administration drumherum, jeder hat so seinen Bereich drumherum und die verdrängen sich ja auch gegenseitig, weil immer der günstigste gewinnt. Und teilweise, ne, Berlin ist da auch nochmal ein schönes Beispiel mit der Visag, die dann auch noch für jede Airline eine eigene Firma gründet und die sich dann auch nicht mal untereinander helfen können oder unterstützen können. Und dann ist so eine Krankheitsquote von 20, 30, 40 bis zu 50%, wie wir sie teilweise erleben, ne? Auch an den, sage ich mal, von den Airline selbst betriebenen Hubs, von letztens die Situation in Frankfurt gehabt, in einer Schicht 270 geplant, 70 kam, der Rest war krank. Ne, das ist klar, dass sowas auch noch mal wie ein Brennglas da drauf wirkt, aber das Kernproblem ist das Komplettsystem, was wir uns da geschaffen haben, nicht nur durch die Pandemie. Nun gut, aber es kommt ja letzten Endes ist auch ein Dienstleister, auch ein externer Dienstleister, ein Unternehmer, ein Unternehmen. So, und deswegen kommt es auf die Frage drauf an, wie wird dieses Unternehmen geführt? Ja, welche Arbeitsbedingungen herrschen vor Ort? Was für Qualitätsstandards haben wir tatsächlich? Also ich würde nicht per se jetzt in die Schiene gehen und sagen, Subunternehmertum ist ganz furchtbar und Dienstleister wollen wir nicht, soll alles verstaatlicht werden, um Gottes Willen. Nein, ja, sind wir ganz weit bitte voneinander. Nicht, also aber wir müssen, ich glaube auch, also ich habe jetzt neulich auch den BER in dieser Woche besucht und die Kollegen der Bundespolizei haben auch zu mir gesagt, ja, sie helfen mit so einfachen Dingen aus, wie dem Personal mal eine Flasche Wasser zu geben. Ja, oder einfach mal Danke zu sagen, dass die Zusammenarbeit so gut klappt. Also das sind, wissen Sie, das sind die kleinen Dinge der Wertschätzung, auf die es manchmal auch ankommt. Und ja, vielleicht sollten wir da ein Stück weit über mehr Qualität sprechen, über mehr Qualitätskriterien, über mehr Standards. Aber am Ende, wenn Ihnen die Leute fehlen, dann können Sie alles versuchen, dann kriegen wir das. Das ist doch ein schöner Ansatz. Ja. Das ist doch ein schöner Ansatz zu sagen, wir brauchen Branchenmindeststandards in den einzelnen Gewerken, wie sie am Flughafen herrschen, mit all den Nationalitäten, die da auch arbeiten. Wir haben ein sehr bunt gefächertes Beschäftigtenbild auch dahinter. Und man sagt, okay, wir haben Branchenmindesttarifverträge beispielsweise für die Bodenverkehrsdienstleister, die für alle allgemein verbindlich sind. Wir haben das vielleicht auch für den Low-Cost-Carrier-Bereich, die ja auch, also die Billigfluggesellschaften, die ja auch jetzt nicht gerade mit guten Arbeitsbedingungen glänzen, dass man da ansetzt und sagt, okay, wie kann man... Aber machen Sie es doch mal konkret. Was bedeutet, also worin kennzeichnen sich aus Ihrer Sicht die schlechten Arbeitsbedingungen am Flughafen? Deutschland ist unglaublich verrechtlicht, Haufen Gesetze, alles wird vorgegeben, hohe Arbeitsrechtsstandards, was läuft nicht? Würde mich jetzt mal interessieren. Na, die werden zum größten Teil nicht durchgeführt, was für die Menschen, also ne, nehmen wir den Gesundheitsschutz raus, ne, wenn ich nicht die nötige Anzahl an Personal da habe, die beispielsweise ein Flugzeug beladen, da in der Belly, also im Flugzeugbauch sozusagen rumklettern und da das Gepäck entsprechend verladen oder ich auch nicht, was weiß ich, einen 200-Personen-Flug alleine boarden muss, ne, und noch Leute um mich herum stehen und alle wollen was von einem, das ist eine unheimliche Arbeitsbelastung. Also die Standards werden nicht erfüllt? Die Standards werden Vorgabe an vielen heißt Stellen 2 oder 3, aber es steht nur einer da. Na, die Vorgaben sind eher sehr weich gefasst. Ach so. Na, also wir haben an vielen Stellen die Problematik, dass wir die Kolleginnen und Kollegen tun, was sie können. Na, also ich sage immer so schön, das System ist kollabiert, nur noch nicht die Kollegen. Wer weiß, wie lange das passiert. Weil zu wenige Kollegen ja dann am Ende sind. Das weil ist also die Arbeitsbedingungen das ist also die sagen, wenn ich... Aber ist das was, Herr Dacke hat ja diese Mindeststandards, die man vielleicht schaffen sollte, ins Gespräch gebracht. Ist das was, wo Sie sich zum Beispiel sagen könnten, Mensch, bei uns im Tourismusausschuss, das nehmen wir uns mal auf die Agenda und gucken uns das mal detailliert an, um so Mindeststandards uns in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer die aussehen also, möchten, mal zu erarbeiten. Ein Großteil unserer Arbeit besteht in der Ursachenanalyse. Ich bin kein Freund davon, mich irgendwo hinzustellen und jetzt was rauszupostulieren, ja, weil ich es gerade schick und angenehm finde, das zu sagen. Also bevor ich eine Auffassung vertrete und eine Meinung und nach außen eine Forderung gebe, möchte ich gerne über das Problem in Gänze Bescheid wissen. Und das ist gar nicht so einfach, gerade jetzt auch weil so viele Subunternehmen sind und viele einzelne Zahnrädchen, die da unterwegs sind am Flughafen. Weil es super viele Zahnrädchen sind, genau, weil es eine Welt für sich ist. Es ist eine Branche für sich, die auch ziemlich geschlossen ist unterwegs. Ja, und auch nicht jeder so gerne darüber reden möchte. Also man muss schon ganz schön bohren. Ja, aber dann machen wir das doch gemeinsam. Dann gehen wir doch mal gemeinsam, nehmen wir uns 2 Flughäfen vor. Berlin ist nicht so weit, das ist in Ihrem Wahlkreis.
Wahlkreis auch drin und gehen, was weiß ich, noch nach München oder Frankfurt und machen das mal gemeinsam. Aber Herr Dacke, das ist schön, dass jetzt hier schon Verabredungen stattfinden. Sendung. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Gedanken kurz äußern. Also der Bruttomedianlohn an Flughäfen liegt ja laut Aussagen der BA bei über 4.000 Euro. Also insofern ist tatsächlich die Frage, ist das Gehalt hier das zentrale Problem? Ja, wir wissen, was wir hören, ist, dass das Geld gar nicht mehr das Thema ist, und zwar in allen Branchen, weil überall versucht wird, die Leute mit Geld zu halten. Nein, es geht um ganz andere Dinge. Es geht um Arbeitsbelastung. Es geht darum, dass man zum Beispiel auch sein Auto kostenfrei parken kann als Mitarbeiter, als Beschäftigter des Flughafens. Ja, dass man da nicht irgendwo noch erschwerte Anfahrtsbedingungen hat. So solche aus unserer Sicht einfachen und vielleicht auch selbstverständlichen Dinge. Also die 4.000 Euro mögen vielleicht ein Durchschnitt sein, wenn man da auch irgendwie Cockpitpersonal oder sowas mit einrechnet und viele in den administrativen Bereichen, die auch wirklich gut verdienen. Wir reden nicht nur von Schlechtverdienern in der Branche, das ist ganz klar. Wir haben aber keine Vergleichbarkeit. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt. Wenn Sie als, was weiß ich, nehmen wir mal den Flugbetrieb selbst über, wenn Sie als Flugbegleiterin bei einer Low-Cost-Carrier, also bei einer Billigfluggesellschaft anfangen, verdienen Sie was ganz anderes, als wenn Sie jetzt beispielsweise bei einem Network-Carrier, also bei einer großen Fluggesellschaft anfangen. Sie haben unterschiedliche Standards. Die können auch nicht einfach so ihren Job wechseln, weil sie immer wieder in der Eingangsstufe anfangen. Ähnlich ist das auch bei den Bodenverkehrsdienstleistern. Das heißt, dass dieser berufliche Aufstieg ja an vielen Stellen gehemmt ist, weil es eben keine Branchenmindeststandards an der Stelle gibt und die Leute, die bei den Flughafenbetreibergesellschaften beispielsweise angestellt sind und wirklich da auch gute Jobs leisten oder auch die. Aber Sie können ja doch Problem mit anderen Gewerkschaften gemeinsame Tarifverträge abschließen. Ja, wir können das auch selber. Aber kommen wir mal von den Billigfliegern, die Sie jetzt gerade thematisiert haben, mal zurück zu Deutschlands, durchaus auch selbsternannten Premium-Airline, zur Lufthansa, die ja momentan sehr im Kreuzfeuer steht. Wir haben gehört, die Mail des Lufthansa-Chefs an die Mitarbeiter, aber auch an die Passagiere, dass sich da in nächster Zeit erstmal nichts ändern wird. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich immer wieder mal, es gibt ja die absurdesten Situationen, das hat in letzter Zeit, glaube ich, jeder von uns irgendwie mal etwas erlebt. Da gibt es Situationen, dass die Fluggäste schon im Flugzeug sitzen und ihnen dann gesagt wird, Entschuldigung, wird leider doch nichts, weil keiner sich findet, der jetzt die Koffer einlädt. Es gibt Situationen, dass ein Flug abgesagt wird oder verschoben wird, weil keiner weiß, wo das Flugzeug ist und nicht mal die Crew weiß, wo das Flugzeug ist. Absurdität habe ich persönlich selbst erlebt, dass der Kapitän nicht wusste, ja, es ist eine Reparatur, wann es kommt, wissen wir alles nicht. Ja? Also da gibt es auch enorme Kommunikationsprobleme teilweise, hat man den Eindruck. Und der Verdacht liegt ja nahe, dass die Airlines ja auch versuchen, diesen Flug irgendwie durchzuführen. Die Frage ist aber immer, zu welchem Preis. Wird da versucht, bis auf den letzten Drücker diesen Flug irgendwie zu managen, auch wenn man eigentlich weiß, das kann nichts werden. Wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist halt blöd gelaufen und der Passagier ist am Ende der Dumme. Naja, wir müssen immer daran denken, dass es Passagierrechte gibt. Und wir hatten das ja auch im Einspieler vorhin gehört, die auch oftmals von den Airlines nicht bezahlt werden anscheinend. Entschädigung, genau. Diese Entschädigung, genau, Kompensationszahlungen. Und da ist es natürlich besser, wenn ich den Passagier innerhalb von dem 3-Stunden-Delay, also der 3-Stunden-Verspätung, noch an sein Ziel bringe, als dass ich ihn irgendwo an einem Flughafen stehen lasse. Das merken wir gerade bei den Ferienfliegern. Condor nehme ich mal als Beispiel raus. Letztens Herr Teckentrup in einem Gespräch gesagt, naja, er hat früher in seiner Umbuchungsabteilung von Inlands Flüge, Luftzubringerflüge der Lufthansa hat er 2 Leute sitzen gehabt. Mittlerweile hat er da 23 Leute sitzen. Aber man hat den Eindruck, wenn man Flüge verkauft, wo man noch gar nicht weiß, kriegt man das überhaupt mit den Leuten hin? Wir haben ja gar keine Leute. Man kann doch nicht irgendwas verkaufen, Tickets verkaufen und weiß gar nicht, ob man die Leute nächste Woche befördern kann. Ne, die haben Dienstleistungsverträge. Die hoffen natürlich, dass die Dienstleistungsverträge auch durchgeführt werden. Ne, wenn ich als Airline mit einem Bodenverkehrsdienstleister meine Vertragsleistung habe, dann gehe ich davon aus, dass die durchgeführt werde. Und der Bodenverkehrsdienstleister stellt dann irgendwann kurzfristig fest, ich habe 70% Krankheitsquote, kann ich gar nicht. Also das ist ja diese Zahnradsystematik. Wird da ein Zahnrad, geht das kaputt oder schleift sich ab, funktioniert der Rest nicht mehr. Wenn Sie niemanden haben, der Ihnen das Flugzeug zurückführt, also der Pushback-Fahrer krank ist, dann bleibt das stehen, das Flugzeug, weil es hat keinen Rückwärtsgang. Also wir haben, das können ganz kleine Punkte sein. Also einer verlässt sich auf den anderen und einer schiebt es dann am Ende aber auch irgendwie auf den anderen. Wer jetzt schuld ist, dass dieser Flug dann nicht funktionieren kann? Aber wenn Sie alles aus einer Hand haben, haben Sie auch nicht mehr Personal. Aber der Passagier ist trotzdem am Ende jetzt wieder dann der Dumme in dieser Situation, die wir gerade haben. Und da ist natürlich auch die Frage, was ist denn der Passagier eigentlich wert bei den Airlines? Ist er einfach nur eine Nummer? Oder Nein. Urlaub ist ja ein hochemotionales Thema auch. Also wie sehen Sie das? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Reiseweltmeister, das ist... Also
Also die Airlines gibt es wegen den Passagieren. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass der Passagier das A und O ist, ja, für die Existenz auch einer Airline. Und mein Eindruck, mein persönlicher, wirklich individueller Eindruck ist, dass man sich tatsächlich große Mühe gibt, das irgendwie hinzubekommen. Aber man ist natürlich auch als Passagier schon sehr verunsichert. Wenn man das alles mitbekommt, dieses Chaos mitbekommt, dann auch selber auf dem Rollfeld steht und nicht weiß, fliegen wir jetzt ab, und man sich fragt, oh Gott, hoffentlich komme ich gut an. Also das ist das, was mir so ein bisschen im Bauch rumschwebt, so diese Frage, können wir eigentlich auch Sicherheit gewährleisten unter diesen Rahmenbedingungen? Das bereitet mir im Moment ein bisschen Sorge. Absolut. Sicherheit in der Luft, wichtiges Thema, dass die Flugzeuge funktionieren? Ja. Sicherheit oder? In der Luft bei der Abfertigung. Ich weiß, da müssen mindestens 7 müssen ja bei der Abfertigung dann auch dort stehen an so einer, an so einer Strecke. Ja, aber ich hatte auch schon mal den Eindruck gehabt, dass es weniger waren, ja, das ohne dass ich es jetzt verifizieren kann. Also insofern, das ist tatsächlich der Hintergedanke. Und Fliegen muss sicher sein. Ich muss noch mal nachfragen, also Thema Sicherheit. Also haben Sie wirklich Sorge, dass zum Beispiel Flugzeuge wegen Personalmangel nicht mehr richtig gewartet werden und am Ende fällt ein Flugzeug runter? Dann haben Sie die Sorge nicht? Also Bisher hatte ich sie noch nicht so tief. Ich teile die Sorge grundsätzlich auch, weil das sind ja kleine Zahnräder. Das sind Menschen, die wenn irgendeine Klappe nicht zugemacht wird, wenn da jemand das Abwasser abpumpt und die Klappe nicht zumacht und sich das da Luft reinsaugt und da irgendwas passiert, ein ganz bescheuertes Beispiel, oder die Gepäckklappe nicht richtig zu ist oder irgendwelche, das sind schon kleine Geschichten, oder sozusagen morgens nicht geschaut wird, ob da irgendwie... Aber da gibt es auch 4- oder 6-Augen-Prinzip, so glaube ich. Ja, an vielen Stellen, aber die Augen müssen erstmal da sein. Na, also Sicherheit muss an erster Stelle stehen. Und Sicherheit muss sowohl bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung der Beschäftigten ganz vorne stehen, dass die ordnungsgemäß durchgeführt wird. Das Zeugnis haben letztendlich. Ja, und die das entsprechend auch nachweisen. Das ist Deutschland sehr streng, das finde ich gut. Na, auch strenger als andere EU-Staaten an der Stelle. Und wir müssen halt auch dafür sorgen, dass Sicherheit ist in diesem Bereich das oberste Gebot. Und zwar in jedem einzelnen Gewerk. Naja, durch ganz klare gesetzliche Vorgaben selbstverständlich, durch Standards und durch Überprüfungen. Aber die gibt's ja schon. Wird das jetzt überprüft? Ja, wissen Sie, jeder sagt einem irgendwo was anderes. Herr Dacke sagt gerade, wird ja alles gar nicht eingehalten. Da stehen gar nicht 7 Leute. So habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, in der Realität ist das nicht immer der Fall. So, genau. Und deswegen, also ich sage Ihnen eins, wir als Politiker müssen echt dafür sorgen, dass wir so eine Infos auch kriegen. Das ist nicht so, dass man zu uns kommt und uns das präsentiert und sagt, so und so sieht's aus. Also man muss echt schauen, dann ist man selber auch Reisender, ja, und hat so ein Bauchgefühl, kriegt das mit, beobachtet das so ein bisschen und stellt sich dann schon auch so manche Fragen. Ich kann es Ihnen nicht genau, ich weiß es nicht, es ist ein Gefühl, ja, ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.